Hallo und herzlich willkommen zu Fatal Wish 2. Und zwar diesmal mit einer anderen Szenerie dahinter. Chris ist auch wieder da, übrigens. Okay, vergessen wir dich anzusagen. Hey. Na, eigentlich was? Ist das so selbstverständlich, dass du bei Fatal Wish dabei bist. Das ist Winter-Event, ja? Es schneit. Und zwar nur in Guild Wars und nicht bei uns, niemals, nie. 17 Grad. Gib! Ja. Spaß, Weihnachten sitzt mit dem T-Shirt. Sweet coming. Aber was ist denn Blaupause für Winterpräsenz? Schaltet die Winterpräsenz-Sammlung frei. Das ist. 3 Gold? Sammlung. What the fuck? Anscheinend. Ja, doch, Mann, das habe ich gelesen. Das ist so ein Schulterstück. Wenn du das anhast, wirst du so von so Schneeflocken umwirbelt oder so. Geil. Aber ist auch ziemlich teuer, glaube ich. Also, ich werde das, glaube ich, nicht machen. Na gut, dann werde ich so, also, dann sollte ich es wahrscheinlich gar nicht erst anfangen. Ja, da musst du dann ganz crazy Stuff sammeln. Ja. Wir haben Wintertag in Guild Wars. Ja. Seit noch nicht so lange? Nee, seit noch nicht so lange. Ein paar Tage ist das jetzt mittlerweile alt. Und es gibt wieder ein paar Events. Die werden hier mit diesen komischen. Weißt du, was? Gibt's irgendeine Bezeichnung dafür? Oder nennt man das einfach so? Lolli-Symbole oder Bonbon-Symbole oder was, ich weiß es nicht. Das sind eher Bonbons. Ja, okay, ja, für Lolli fehlt wahrscheinlich der Start. Ja. Ja. Also, Schneeballkrawall ist sowas wie eine Schneeballschlacht, wo man Geschenke zu einem Zielpunkt bringen muss. Ja. Eigentlich neue Erfolge? Ja. Also im Endeffekt lol. Ähnliche wie letztes Jahr. Das ist übrigens auch gleich. Nein, aber ja. Die Blutstein, also mit dem. Ja, das haben wir schon. Das haben wir schon. Ja, das haben wir nämlich jetzt. Okay, das heißt, ja gut, aber das ist, weil man da bekommt man die Dingsy als Belohnung. Ne? Ja, richtig. Ich hoffe aber, dann haben sie das aus den 18 rausgezählt. Aber wobei, es gibt auch Dailies, ne? Ja, richtig. Das Glockenspiel, das ist so Guitar Hero für Anfänger mehr oder weniger. Was haben wir noch? Wir haben hier so ein Mini-Dungeon, der so wirklich so ganz minimalistisch so ein paar Spielzeugfabrik-Aufgaben mehr oder weniger drin hat. Also so die Klassiker wie befreie einen Bereich von dem, bla, töte so und so viele Wellen, also auch eigentlich nicht so viel, so Spannendes. Spielzeug-Apokalypse ist im Endeffekt mehr oder weniger genau das gleiche. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das auch schon letztes Jahr im Let's Play gezeigt haben. Letztes Jahr. Kannst du dich da nicht mehr daran erinnern, dass wir letztes Jahr gesagt haben, ja, zu Winter machen wir eventuell was und dann haben wir nie was zu Winter gemacht? Aber wir haben das Event gemacht. Ja, das Event haben wir gemacht, aber ohne Aufnahmen. Upsi. und dann gibt's auch ein Jump-Puzzle-Ding, Winter-Wunderland und das war's. Wobei man sagen muss, also offensichtlich ist es ja wirklich nicht genau 1:1 dasselbe wie letztes Jahr und Ja, also es ist schon. Es ist wirklich nicht. Also, es ist. Wirklich nicht so. Es ist. Mega. Es ist ganz okay, man bekommt ganz nett Loot. Ich hab übrigens aus diesen. Das würde ich dir übrigens eventuell. Aus der Instanz oder auch was? Auch empfehlen, ja. Du hast ja, wenn du mal in deine Achievements guckst, ich habe das jetzt größtenteils auch schon gemacht, weil Wintertag ist halt echt nicht so spannend. Achso. Diese persönlichen Geschenke zum Beispiel. Persönliche Wintertagsgeschenke und. Wollte ich gerade nachgucken, ich bin schon auf der Wiki-Seite. Und die normalen Geschenke auch, da können hier so Alkohol-Dinger rauskommen, ne? Das habe ich gerade schon gelesen. Und diese Alkohol-Dinger, dafür gibt es ein Achievement. Keine Ahnung, da musst du irgendwie 10.000 Getränke trinken oder so. Also crazy stuff. Und für das Achievement gibt es einen Gegenstand, den du brauchst, um eben benannten Schulterschützer zu machen. Ja, also meisterhafter. Meisterhaften Trinkspruch. Ja, richtig. Weil zum Benutzen gewährt 10.000 Karma. Ja, richtig, aber du kannst das Ding halt auch. Oder brauchst du halt auch, um da irgendwie was zu craften für diesen Schulterschützer-Dings. Okay. Und deswegen lassen die Dinger sich ziemlich gut verkaufen. Die, also irgendwie 8 Silber oder so pro Stück und aus einem paar
oder 9, 10 teilweise sogar. Und aus den paar Geschenken kriegst du echt schon eine ganze Menge. Also das ist so eine ganz gute Geldanlage momentan. Seit 2013 heißt das Event auch immer gleich. Ja, ja. Also. Es ist tatsächlich. Es ist wirklich nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, Halloween war für uns auch nur so. In Anführungsstrichen neu, weil wir es vorher noch nie gemacht hatten. Ich glaube, da ändert sich auch herzlich wenig. Ja. Tix in Götterfels vergibt täglich Tix Geschenk. Habe ich gerade gelesen. Wo steht denn Tix? Da müssen wir den ja jetzt wohl mal suchen. Ah, Tix steht hier vorne. Ich hätte gern eins. Ja, Tix Geschenk. Was ist denn ein Tix Geschenk dann? Boah, geil. Ein Renn. Ah, ne. Ah, wohl relativ viel zu. Wo ist denn der? Vorne. Neben dem. Orientierungslos. Was? Neben dem Baum oder was? Hier, wo steht er? Bin ich doof? Ja. Toll. Er hat auch keinen Dingsy oder so. Ja, ich hätte gern eins. Kann der da drin sein? Aber das ganze normale Zeug. Und diese Rentiertränke und so sind auch alle 8 Silber wert, weil die auch in dieses Achievement reinzählen. Also die kann man echt ganz gut die Tränke, also die Verzauberungs- oder Verwandlungstränke, so ist wahrscheinlich besser. Probischer Pfefferminzkuchen und so Sachen. Das ist Nahrung. Abstimmungseiszapfen, Becher Eierlikör. Hältchen, Apfel, Glühmost, Zuckerstange. Ja. Die Zuckerstange oder was meinst du? Ne, die Zuckerstange. Oder meinst du nur die Getränke? Die Getränke. Und die Verwandlungs. Also ja, generell alles. Oder habe ich jetzt noch keinen bekommen? Ah, ja, gut, das kann gut sein. Aber einfach die Getränke. Hammer krass, da kann man echt viel Geld mehr machen. Wie gesagt, über die Achievements bekommst du halt relativ viele Geschenke schon. Wenn du die öffnest und dann die alkoholischen Getränke da verkaufst, das ist echt. Und da hast du mehrere Gold in kürzester Zeit gemacht. Tja, das war der Wintertag. Hup, hup. Nee, keine Ahnung. Wir haben das halt legit letztes Jahr gemacht und es ist halt. Also außer diesen Schulterschützer, den man sich jetzt craften kann, wo man etliche Gold reinstecken kann, theoretisch, ist halt legit nichts Neues dazu gekommen. Es ist alles noch genau das gleiche. Tja. Ja, sollen wir jetzt auch noch was machen hiervon? Ja, wir können noch irgendwas machen. Das wird, man, wir können ja mal gerade gucken. Kann ich mal noch ein Geschenk aufheben. Also wahrscheinlich werden, ich denke, wir werden das zu Ende machen. Also gerade weil jetzt auch mein, ich jetzt auch fast schon Ferien habe. Yay. Musst du Montag und Dienstag nochmal? Muss Mittwoch nochmal, vor allen Dingen auch. Hast du noch Abgabe oder was? Oder nein, aber Vorlesung. Ah, ja. Vorlesung, Alter. Ja, ich werde aber hingehen, sonst ist der arme Verteidiger mir ganz alleine. Oh. Weil sowas hatte ich auch schon häufiger. Sollen wir. Das ist der einfach der netteste von den Profs und so, deswegen. Ja, ja. So Mitleidsteilnahme hatte ich auch schon. Ja, keine Ahnung. Sollen wir das hier jetzt einmal machen oder was? Oder was tun wir? Was denn? Ja, hier das. Ach, beschütze das Ding sie. Das ist auch so ein. Oh, das, hat schon das ein Schneemann. Und nicht auch Schneemänner bauen, so und so viele oder so? Hm, weiß ich nicht. Man kann auch Schneemänner bauen, aber ich weiß nicht. Inwiefern das. Sache so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie funktioniert das nochmal. Ach ja, man kann die Geschenke aufheben. Geschenke. Man muss irgendwie die Skript abwerfen, ne? Ja. Abwerfen. Ja. Was findet da was behalten? Da muss man nicht auch so und so viele von den. Ja. Ich erinnere mich wieder. Es ist. Und so viele Geschenke aufsammeln. Ja. Wie gesagt, ich habe ein paar Achievements schon gemacht und der größte Cancer ist einfach 30 Runden Spielzeugapokalypse machen. Ja, ja. Das ist halt echt pure Cancer. Weil spätestens nach der 20. Runde hast du so übelst keine Lust mehr. Ja,
Ja, die kannst du auf keinen Fall alle hintereinander machen. Erkennen kann man das schon, Alter. Ja, kriegst ja Zustände von. Ja, glaubst du, was ich am Ende gemacht habe? Du bist ja zu 5. Hast du schon 30? Ja, ja. Ich bin da AFK rein. Also was ist AFK? Da gehst du ja mit einer Gruppe rein. Ja. Und dann hab ich die Gruppe machen lassen. Bin so ein bisschen auch im Kreis gelaufen. Wenn die Leute das nicht raffen, dann ist es auch mega schwierig, tatsächlich. Aber es geht. Hab ich jetzt hier einen gekriegt? Und bin am Ende nur noch im Kreis gelaufen und habe einfach nichts mehr gemacht und habe auch den zweiten Bildschirm im Stream geguckt und das war's. Das wird ja dann trotzdem angerechnet. Du hast zwar dann am Ende keine Punkte mehr. Hallo, ich würde gerne das Geschenk aufheben. Aber ich kann das nicht aufsammeln. Irgendein NPC steht da drauf, der unbedingt begrüßt werden will. Jetzt hab ich's. Jesus Christ. Jetzt. Da ist es. Nice. Und es gibt auch wieder die 500 Töne im Glockenspiel, die du richtig spielen musst. Oh. Ja. Also. Das hast du alles schon gemacht? Ja. Wobei die 500 Töne drauf. Das musst du alles auch nochmal mit mir zusammen. Ja. Aber es gibt ja Geschenke. Das heißt Money. Von daher lohnt sich das schon. Ja, aber es soll ja auf jeden Fall nicht jetzt in der Aufnahme. Nee. Das ist nicht. Hilft nicht. Das ist also ein purer Langeweile. Weil, also, es gibt viele, viele schönere. So ziemlich alles ist schöner als. Sowas. Also, viele schönere Achievements und viele schönere Events, finde ich. Was eigentlich schade ist. Also, ich meine, wobei, also das erste Mal, dass wir das gemacht haben, war ganz okay, ne? Ja, richtig. Letztes Jahr hat das echt Spaß gemacht, da haben wir auch relativ viel Zeit daran gebracht. Aber das halt jetzt nochmal alles zu machen. Nochmal. Was ich auch ziemlich lame finde zum Beispiel ist, dass du so Sachen, für manche Sachen kriegst du ja Achievements, zum Beispiel für dieses Aufheben von den Geschenken hier, ja. Das findet das behalten. Das ist genau der gleiche Es Titel. Ist halt wirklich 1:1 dasselbe Event. Ja, aber du kriegst auch den gleichen Titel und der wird dann... Derselbe Titel. Der wird dann nicht doppelt gerechnet oder so, sondern... Kriegt man denn noch irgendwas Cooles für, das abschließt? Was denn? Erfahrener Spielzeugmacher, den haben wir doch auch schon, den Titel, oder? Ja, aber du kannst dir da so ein Mini aussuchen. Eins von den dreien. Aber wobei, ne, ich habe Spielzeugmacher-Expertin drin gerade. Ach so. Also hieß das letzte Mal, hieß es Spielzeugmacher-Expertin und jetzt heißt es erfahrener Spielzeugmacher. Okay. Ich habe nur Silber bekommen. Ich hab Gold bekommen. Tja, GG. Nicht genug Skripts durch die Gegend geschubst. Glaube ich einen oder so gemacht. Die fallen halt auch mega schnell um, wenn es. Ja, wenn da so viele Leute da stehen. Ja. Keine Ahnung, machen wir jetzt noch eins von diesen Dingsies hier oder? Was? Wobei ich. Ah, war das nicht sogar so, dass man die gar nicht vernünftig zusammen machen konnte? Ist das nicht wieder so ein. Aktivitäten. Doch. Ding, das man dann geht, wird, oder was? Aber, ich meine, das geht bei den meisten Sachen. Aber, also sie haben halt nur, also außer da vielleicht das mit Tricks Werkstatt, was das längste von den ganzen Sachen ist und das langweiligste, hast du halt keine Interaktion mit irgendwem anders. Okay. Ja, also ich meine, die Töne spielst du alleine vor dich hin. Ja. Und so. Ja, gut. Ich meine schon, dass man da zusammen in die Instanz kommt, aber viel mehr halt auch nicht. Okay. Echt nicht mehr daran erinnern, wie das mit den Gruppen war. Lauf gerade mal. Spaß mit Pilzpizza. Lalala. Was ist das für ein Scheiß? Das heißt, du bist jetzt auch schon die ganze Zeit diese Sachen am Verkaufen? Ja. Die komischen Zuckerstangen bin ich am Sammeln. Ach, da kommt man jetzt wieder nicht rein, ne? Ja, wo bist du denn? In das so. Mit dem... Ja, wo willst du denn? Zur Bank oder was? Oder? Nee, zum Harzlöwen. Jetzt in die Mitte, ne? In der Mitte oder wo ist der? Nee, der ist. Und, da ist der. Wo? Im Chat. Steht
steht die Wegmarke. Achso. Ich habe übrigens passend zu den ach so kalten Wintermonaten mir eine Erkältung eingefangen. Ja? Also wenn ich ab und zu mal so ein bisschen am Hüsteln bin. Schön. Wisst ihr Bescheid? Ja, das ist echt super. Es war mehr oder weniger echt auf den letzten Tag der Abgabe, den ich jetzt so noch vor Weihnachten hatte. Der war noch okay und danach habe ich mich quergelegt. Cool. Ja, ist echt super. Miniskriptonaus, den haben wir auch. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht alles ablaufen. Würde auch sagen, so sehr viel mehr machen wir einfach nicht zum Wintertag, oder? Nö. Würde ich auch sagen. So. Wie gesagt, mittlerweile ist Guild Wars ja free, wenn euch der Wintertag näher interessiert. Ladet euch Guild Wars runter und spielt den Guckt euch selber an. Richtig. So sieht's nämlich aus.